Ja, auf die etwas ruhigere Fastnet 2021 einmal Zoller, Hexer! Hexer und auf den Weißnadeln Hacho und dreikräftiges Brezeles, Bur! Brezeles, Bur! Brezeles. Bur! Unser Fasnetzgeflüster geht in eine weitere Runde, schon das dritte Wochenende. Diesmal haben wir zwei Vereine wieder ausgesucht, aus dem Zollern Albkreis kann man sagen. Wir sind jetzt hier direkt unter der Burg, nämlich in Hechingen und dann am Sonntag, also sprich morgen, in Balingen bei den Feuerhexen und die Figuren, was so noch dazugehört. Und heute, wie gesagt, die NZ Hechingen, oder? So habe ich es, glaube ich, Ja, richtig die gesagt. Narrenvereinigung Zoller Hexen Hechingen, genau. Zollern Hexen Hechingen und neben mir heute der Sascha. Servus, hallo. Hallo Frank, herzlich willkommen hier bei uns in Hechingen, in unserer Zunftstube. Zu Wunderbar. unserer Zunftstube kann ich gleich sagen, wir sind mittendrin in Hechingen, in der Altstadt. Wir haben die Möglichkeit gehabt, schon vor, ja, jetzt schon über 20 Jahre, dieses alte Gebäude zu kaufen. Es war früher eine Wirtsstube, die Ratsstube in Hechingen, auch gut Okay. bekannt, direkt hinterm Rathaus. Und haben das dann alles in Eigenleistung hier zumindest mal im Erdgeschoss ausgebaut. Für unsere Verhältnisse, dass wir gut hier drin unsere Vereinsarbeit und unsere Fasnet leben können. Und sind jetzt auch dabei, nach und nach oben immer weiter auszubauen. Sehr schön. Wenn man jetzt schon sieht, ihr habt zwei Figuren, einmal die Hexe und das andere ist ein Weißnau mit Schellen Genau. dran. Stellt mal die Figuren ein bisschen vor, was steckt dahinter? Ja, Fangen wir gerne. mal mit der Hexe vielleicht an. Ja, die So bist ja Hexe, du auch zu der ich gekleidet, auch ne? angezogen bin, genau. Die Hexe ist der Ursprung unseres Vereins, sage ich jetzt mal. Die hat ihre Ursprünge schon in den 50er Jahren gehabt. Und zwar war es in Hechingen so, dass die Mitglieder der Bürgergarde schon in den 50er Jahren auf die Fasnet gegangen sind, haben sich als Hexen verkleidet. Und von dieser Geschichte her hat sich dann eine Hexe gebildet. Die ist dann aber leider Gottes wieder verschwunden, war dann nicht mehr zu sehen auf der Fasnet. Und in den 80er Jahren, Anfang der 80er Jahre, hat es die Jugendfeuerwehr aufgeschnappt. Die Jungs haben gemeint, sie müssen auch auf Fasnet gehen und haben diese alte Hexenfigur wieder rausgeholt. Zuerst mit Pappmaché-Masken und verschiedene Hexenkleider sind sie losgezogen. Und ja, im Laufe der 80er Jahre, Hinblick auf die 90er Jahre hin, dann war es dann so, dass sich immer mehr dazu getan haben. Und dann hat man auch irgendwann gesagt, so, jetzt muss man das alles mal vereinheitlichen, alles in geordnete Bahnen bringen und die ganzen Hexen unter einen Hut bringen. Sehr gut. Und so hat man dann 1990 unseren Verein gegründet. Und was ist jetzt das Besondere an der Hexe? Wie, oder wie seid ihr, was gehört dazu vom Outfit her, von der Ja, Tracht unser sozusagen? Ne? Hexenhäs ist natürlich wie viele Häs, anderen genau, jetzt. Hexenhäuser auch. Wir haben unsere Strohschuhe, natürlich die zu einer Hexe gehören. Wir haben die gekringelten weiß-grünen Socken von unten her mal angefangen. Wir haben diesen ganz berühmten Stehbrunzer, den die Hexen tragen. Wir haben einen knallroten Rock und eine grüne Schürze. Und genau so steht es auch in der Sage drin. Daran haben wir uns natürlich festgehalten. Haben oben dann die weiße Bluse, die schwarze Stola. Handschuhe natürlich, ein Narr zeigt keine Haut. Ist uns natürlich auch wichtig und haben dann eben bei unserer Puppe, sieht man es, haben wir die Holzmaske. Die wurde dann eben am Anfang, als der Verein gegründet wurde, durch diese Pappmaché-Masken, wurde die Holzmaske dann eben eingeführt. Okay. Jetzt mal doch die Frage, wenn man dich da gerade so sieht mit der Brunzhose da. Wie ist es denn jetzt als Mann sowas anzuhaben? Versteht man da die Frauen jetzt dann anders, als wie sie früher dann auch mit so Hosen unterwegs waren? Ja, man kennt dann schon die Geschichte natürlich und ja, es ist dann ganz witzig tatsächlich, wenn man auf der Fasnet unterwegs ist. Wir haben ja auch Mitglieder, sage ich jetzt mal männliche Mitglieder, die längere Haare haben. Von hinten betrachtet kommt es dann auch mal zu einer Verwechslung, ganz klar. Mittlerweile gibt es aber professionellere Stehbrunzer, sage ich jetzt mal, auch für Männer tauglich. Okay. Ja, gut, klar, da gibt es immer natürlich die tollsten Sachen, denke ich mal, Die tollsten oder? Geschichten sind da Ja, schon zustande genau. gekommen, ja. Genau. Spaß muss natürlich auch sein. Und natürlich der Weißner, was haben wir da dazu? Was kann man da Ja, dazu sagen? der Weißner hat in Hechingen eine lange, lange Geschichte und zwar ist das eigentlich der Gründer unserer Stadt. Der Weißner heißt Hacho und auch von Hacho, beziehungsweise früher Hachingen, leitet sich auch die heutige Stadt Hechingen ab, der Okay. Name. Und Hacho war so, dass der auch mal vor Jahrzehnten auf der Fasnet unterwegs war. Und wir Zollerhexen haben dann das Glück gehabt, an diese
wunderschöne Weißnarrenhäs zu kommen und haben den dann 1995, also nur 5 Jahre nach unserer Gründung, auch wieder eingeführt. Also 2 Figuren bei euch dabei. Wunderbar. Und die sind natürlich wieder toll bemalt. Wer macht das bei euch? Was gibt es da für Motive und für Vorlagen? Also bei der Hexe kann man dazu sagen, die Maske. Da haben wir unseren Maskenschnitzer schon, seitdem es den Verein gibt. Da sind wir dem treu geblieben natürlich und sind auch froh, dass der das noch heutzutage macht. Die Hexenmaske ist auch jede einzelne individuell gestaltet. Also es ist ein grober Plan, sage ich jetzt mal, natürlich, wie unsere Maske aussehen soll. Aber es ist dann doch jede individuell und hat seine eigenen markanten Züge drin. Der Hacho, das Bemalte, sage ich jetzt mal, da haben wir auch unseren Häsmaler, logischerweise. Der ist bemalt auf der Hose mit den 4 Jahreszeiten. Und das Besondere an unserem Hacho sind diese Gänsefedern. Das ist anhand einer Hechinger Sage und Geschichte, wo das Rathaus stehen sollte. Und in Anlehnung an diese Geschichte haben wir diese Gänsefedern mit dran. Und was ganz besonders auch noch ist, diese Bordüre unterhalb vom Kopftuch und auch unterhalb vom Oberteil. Also die anderen Vereine gerne mal wieder aufpassen. Könnte vielleicht eine Frage damit verbunden sein. Frage ist nämlich gutes Stichwort. Wir haben natürlich mit euch nachher auch noch ein kleines Quiz vor. Halb so schlimm. Und ich habe auch was mitgebracht. Vielleicht hast du ja schon gesehen, hier von unserem Sponsor Schimpf. Es geht nämlich bei euch natürlich, wie bei den anderen Vereinen auch, um ein kleines Fässle Bier. Wenn er jetzt die erste Runde gewinnt, und dann wären es 20 Liter. Und wenn er den Hauptpreis sozusagen abräumt, dann hätten wir 50 Liter Fässle für euer Vereinsfeiern für die nächste. Ne? Kann man alles geben. Genau. Jetzt haben wir hinten jemanden stehen. Sollen wir mal euer Ding mal, probier mal. Euer Fläschle mal aufmachen? Fläschle. Sonst stellen wir da so leer da, oder? Dann haben wir doch gleich ein bisschen Grundlage. Muss nicht voll sein, bloß mal zum A-Tippen. Ja, der Tresen, kann man dazu sagen, wird auch... Also lass mal alles da, das langt. Der Tresen, kann man dazu sagen, der wird auch an der Fasnet und auch unter mir natürlich auch stark genutzt. Ja, wir haben unsere Zunststube, das ist ein fester Bestandteil von der Hechinger Kneipenfasnet, sage ich jetzt mal, hat sich etabliert. Nach langer, langer Zeit jetzt, diese Wirtschaft, wie sie früher war, wird auch jetzt an der Fasnet wieder aufgemacht. Am Schmutzigen natürlich und am Lumpenmontag, das ist vielleicht eine Besonderheit nochmal in Hechingen. Das ist ein ganz großer Tag bei uns und da sind wir natürlich... Bei euch heißt es Lumpenmontag, sonst Rosenmontag, genau, oder? Genau, wir haben keinen Rosenmontag, wir haben auch keinen Rosenmontagszug oder sowas, sondern einen Lumpenmontag. Okay. Und zwar beruht es auf der Geschichte, der Lump ist eine Hechinger, alte Hechinger Fasnitzfigur. Und zwar die Männer, ist das Pendant einfach dazu zum... zur Altweiberfasnet, zum Schmutzigen. Und am Lumpenmontag sieht man uns Hexen auch nicht im Hexenhäs, sondern ganz Hechingen, ob Musiker oder Nichtmusiker, gehen ins Lumpenhäs. Abgefragtes Häs, sage ich jetzt mal, kariertes Hemd, zerfetzte Sachen, mit Proviant losziehen und durch die ganze Hechinger Stadt ziehen, Musik machen und die ganzen Kneipen haben hoffentlich einen schönen Tag in Heching. Auf alle Fälle. Jetzt werden wir es schon da haben. Probieren wir es einmal. Zum Wohl. Auf eine schöne... Trotz allem Fasnet, gell? Genau. Schimpf die Familienbrauerei, genau. So steht's drin. Und da sagen wir dem Sponsor nochmal recht herzliches Dankeschön. Ja, soweit mal zu eurem Lumpenmontag. Was habt ihr denn sonst für Veranstaltungen dann, wenn die Saison nochmal laufen würde, wenn man jetzt nicht Corona hätte? Ja, also wir werden natürlich wie viele Städte in der Schwäbisch-Alemannischen Fasnet auch ganz normal am 6. Januar, am Dreikönigstag gestartet mit dem Narrenbaumstellen. Traditionell übernimmt es bei uns die Narrengilde. Das ist ein ganz schöner Zusammenschluss von Zimmermännern aus den sämtlichen Fasnetzvereinen in Hechingen, die dann als Zimmermänner eben den Baum stellen. Bei uns geht es dann weiter, indem wir natürlich viele Veranstaltungen besuchen von befreundeten Zünften und auch aus unserem Ring nach dem Freundschaftsring Zollernalb. Und wir Zollerhexen machen dann weiter am Schmutzigen, in dem die Schülerbefreiung in Hechingen durchgeführt wird. Und zwar haben wir in Hechingen ja viele Schulen, Kindergärten und weiterführende Schulen natürlich auch, die dann alle befreit werden. Morgens starten wir dann in 3 Gruppen, dass alle zum Zug kommen. Und dann ist zum Beispiel im Gymnasium so, dass die Schüler ein ganz tolles Programm zusammenstellen. Die Kindergärten haben natürlich was vorbereitet. Da sind wir Hexen schon hingekommen und es standen schon Pyramiden. Und auch in der Grundschule ist es so, dass dann natürlich eine Polonaise
gemacht wird und so weiter. Am Schmotzigen geht es dann weiter, ist dann traditionell der Rathaussturm mit unserer Hexentaufe. Das ist dann eigentlich ein ganz schöner Zusammenschluss von allen Hechingen und Vereinen, kommen alle zusammen. Abends ist dann in Hechingen Kneipenfasnet, muss man wirklich so sagen. Wir haben das Glück, dass es bei uns noch wirklich sehr gut angenommen wird, ist über die Grenzen hinaus bekannt, Hechingen, für die Kneipenfasnet. Da macht natürlich sehr viele Kneipen machen da mit und auch wir persönlich, wir Zollerhexen machen da mit unserem Festzelt, sage ich jetzt mal. Und wir haben jetzt auch noch einen Altweiberball seit 20 Jahren am Laufen, nebenher. Und haben da auch befreundete Zünfte dann da. Alle zwei Jahre dürfen wir dann am Fasnetzfreitag auch unseren Hexenball ausrichten. Das ist somit das Highlight für uns, weil sich natürlich wir als auch Hexenzunft mit dem Hexenball natürlich darstellen können. Das ist natürlich eine tolle Geschichte für uns. Dann ist, wie erwähnt, der Lumpenmontag ist eine ganz tolle Geschichte in Hechingen. Bei uns hier in der Zunftstube kann man sich morgen schminken lassen. Auch tatsächlich für nur einen ganz kleinen Unkostenbeitrag. Und das wird auch sehr stark angenommen, das uns sehr, sehr freut. Haben da auch eine ganz tolle Mädelstruppe, die sich da um die Männer kümmert, um die zu schminken. Und ab der Mittagszeit, 12, 13 Uhr, ist dann wirklich Hochbetrieb in Hechingen. Der Marktplatz platzt aus allen Nähten, wenn es gut läuft, wenn das Wetter mitmacht. Prima, und viele Wegen unterwegs mit sämtlichen Kreationen, muss man wirklich sagen. Und gegen Abend gibt es dann noch ein Monsterkonzert. Das ist vielleicht auch eine Besonderheit. Und zwar haben wir in Hechingen 4 Musikgruppen. Und diese Musikgruppen natürlich wie alle anderen Namen auch, gehen auch als Lumpen, vergessen ihr Hess, das sie sonst schon haben mal, und gehen alle gemeinsam als Lumpen und spielen gemeinsam ein Riesenkonzert auf dem Hechinger Marktplatz. Das muss toll klingen, das müssen wir vielleicht unbedingt mal, wenn es wieder nächstes Jahr normal läuft, mal angucken. Sind es dann mehr Guggenmusik oder grundsätzlich alles? Wir haben eine Guggenmusik, wir haben eine Lumpenmusik in Hechingen, wir haben die Schnorchelhuster, die sich jedes Jahr ein neues Kostüm einfallen lassen, und wir haben die Hudelgeilbätscher, die jedes Jahr ein neues Kostüm haben. Prima, tolle Sache. Jetzt hast du vorhin gerade erwähnt, auch wieder eine Pyramide, das war ein Stichwort. Das machen ja die Hexen eigentlich recht gerne. Wie sieht es bei euch da aus, so eine Pyramide? Ja, also wir haben traditionell unseren Brauchtumstanz, unseren Hexentanz, wo wir natürlich immer eine Geschichte drin haben und dann da natürlich mit viel Akrobatik auch zum Schluss hin unsere berühmte Pyramide stellen und natürlich auch bei den Umzügen uns da präsentieren mit einer Pyramide. Es ist nicht ganz einfach. Also ich habe auch schon einige Pyramiden mitgemacht, muss man ganz klar sagen. Im Idealfall haben wir sogar 2, und da sind wir auch stolz drauf, dass unsere Kinder da auch schon drauf gepolt werden und selber eine Pyramide stellen wollen. Und die Erwachsene ist dann immer im Hintergrund ein bisschen größer natürlich. Ja, klar. Wie viele Reihen sind es da bei euch? Wir machen im Normalfall 4 Reihen. 4. Also wir haben irgendwann mal die Grenze gesetzt, 4 Reihen, weil es dann auch tatsächlich, sobald es ein bisschen höher geht, wirklich gefährlich wird. Ja, klar. Vor allen Dingen der, wo ganz oben stehen muss. Genau, das Gleichgewicht noch zu halten. Wie trainiert man da? Wie oft trefft ihr euch da im Vorfeld? Also für die Pyramide am Umzug sind da keine großen Treffen jetzt so planmäßig vorgesehen. Wir für unseren Hexentanz treffen wir uns natürlich regelmäßig. Ab September, Oktober gehen da die Proben los, wöchentlich tatsächlich. Und ich sag mal so, beim Umzug die Pyramide sind natürlich viele Leute dabei, die da immer gerne mitmachen und sich da so ein bisschen auch in der Ehre gekratzt fühlen und unbedingt mitmachen wollen. Und dann dürfen die das natürlich auch und hat sich da schon so ein bisschen was eingespielt und dann funktioniert das ganz gut. Sehr gut. Wie viele Mitglieder gehören denn bei euch dann dazu, sowohl passive als auch aktive? Wir haben rund 450 Mitglieder, von denen rund 150 auch aktiv dabei sind. Sowohl Hexen als auch Haros. Und dann natürlich entsprechend beide Umzüge mitlaufen. Genau, Welches Einzugsgebiet habt ihr denn da von den Umzügen? Wo war so die weiteste Gaststadt schon? Die uns besucht hat, also wir haben... Oder umgekehrt, wo ihr hin durftet. Wir, wir haben wirklich das große Glück, viele Bekanntschaften zu haben in den Schwarzwaldreigen. Wir waren schon an der Schweizer Grenze, wir waren in der Schweiz selber, wir waren in Frankreich. Wir waren Richtung Bodensee unten, sind aber natürlich auch gerne hier bei uns in der Nähe, in der Umgebung. Unterstützen da die Vereine, die was machen. Also unser Einzugsgebiet ist da relativ groß. Bodensee, gutes Stichwort. Da geht dann natürlich nachher auch noch eine Frage oder zwei hin. Ich würde sagen, wir gucken mal nach unserem Quiz, dass wir die Sache nicht vergessen.
Und zwar, sollen wir starten? Bist du bereit? Ich versuch's. Ich hoffe's. Wenn, dann kannst du ja Unterstützung holen. Ne? Fangen wir mal mit der ersten Frage an. Die haben wir hier. Geht gerade gleich nach Bronnweiler, hättest du das angeguckt. Ne? In Reutlingen, im Ortsteil Reutlingen-Bronnweiler sind zwei Fasnitzfiguren zu Hause. Welche? Kräuterhex und die Elster, Schlosshex und die Eule, Krummhex und der Kuckuck. Da wäre ich bei C, die Krummhex und der Kuckuck. Richtig, da haben wir doch schon mal 5 Punkte. Die ersten sind schon mal sicher. Die zweite Frage, wo haben wir es, genau. Die geht nach Betzingen. Betzinger Krautskrägen feierten 2020 ihr Jubiläum. Wie alt wurde der Verein? 30 Jahre, 40 Jahre oder 50 Jahre? Wissen tue ich es nicht. Ich würde mal auf die 30 schätzen. Du wärst bei 40. Ja. Jetzt macht ihr euch einig. Sag. Weißt du es? Nee. 30. Nee, 40. Ah! Mensch, oh, dann setz ich doch durch. So, dann Frage 3. Jetzt kommen wir zu einem Narrenruf. Wie lautet der Narrenruf von den Trochtelfinger Hexen? Schrei zu, schrei au oder schrei ho? Schrei au. Mhm, genau. Sind wir bei 20, gell? So, weiter geht's. Das Bild der Weingärtler Fasnet ist besonders von einer Figur geprägt. Hierbei lassen sich 3 verschiedene Formen unterscheiden, die alle zwischen 1930 und 1936 vom damaligen Zunftmeister Dr. Fritz Mattes ihr heutiges Aussehen bekamen. Um welche Figur handelt es sich? Zum einen Ader Plätzler, Lauretalgeister oder Schlösslenarren? Weingarten hat Plätzler. Genau, sind schon 20, nehmen wir 5, 15, 35, gell? 35. So, die gibt es in Rot und in Weiß oder Rot-Weiß, ne? Ja. Mitglied in der Vereinigung steht. Richtig, genau. So, und dazu schließt sich noch die letzte Frage an. Und zwar, bevor der Plätzler nach dem Vorbild der Weingärtler Stadtfarben die rot-weißen und rot- und weißen Plätzler entstanden sind, war er eigentlich eher als bis zum 1900 noch eine dunkle, mausgraue Gestalt mit langem Fasnachtsgeißel und einer bemalten Drahtmaske, Stoffmaske oder Gipsmaske. Also A und B gibt es auf jeden Fall mehrere, auch in der VSN. Überlin hat zum Beispiel eine Drahtmaske. Stoffmasken gibt es auch viele. Hat Rottweil und Überlin. A. 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 Auch da gibt es ein Beweisfoto und ich sage mal, der war beim Umzug in damals dabei. Genau, richtig, ja, richtig. Drahtmaske, jetzt, korrekt. Die hätte ich sogar gesehen. Hätte ich aber nicht gewusst, dass die aus Draht ist. Ja. Also, dann haben wir jetzt das. Muss ich nochmal rechnen. Also normalerweise hat man eigentlich, ich habe es letztes Mal schon gesagt, eigentlich eine Assistentin, die die Punkte zusammenschreibt. Gell? 5 war nichts, gell? 10 haben wir gehabt, oder? Nee, 5 war es. 5 war es, 15, dann waren wir 20, 40 und die 15 noch dazu, dann sind wir bei 90 Punkten. Das ist doch nicht schlecht. Gell? Also das sieht schon mal ganz gut aus, richtig. Jetzt werde ich aber klein ein bisschen die Spielregeln noch mal anziehen. Insofern, ich sag mal, da wir vielleicht mit dem Stechen gar nicht so drauf hinauslaufen, wir sind ja zu sehen bei YouTube und bei Facebook. Und da würde ich sagen, wer bis zum Ende der Saison, wir lassen es auch vielleicht noch bis zum Aschermittwoch dann stehen, wo wir dann auslosen, wer da die meisten Klicks noch zusammenkriegt, welche Zunft, mit einem Hashtag drunter am besten noch zu eurem Verein, der kriegt dann noch mal einen Bonus obendrauf. Wer da die meisten Punkte hat, da gibt es dann noch mal Punkte obendrauf. Also, liebe Mitglieder, ranhalten, liken, teilen und vor allen Dingen in die Kommentare mit Hashtag reinhauen. Und das gilt auch für die bisherigen Zünfte und Vereine, die bislang mitgemacht haben. Bronnweiler und auch noch Betzingen. Ihr dürft da natürlich auch noch ein bisschen Gas geben. Ja? Also, das wird spannend.
Ja, und ansonsten sage ich jetzt einmal, was können wir noch abschließend noch dazu sagen? Wie geht's dieses Jahr noch? Ich muss anders fragen, was habt ihr außerhalb der Fasnet-Saison sonst immer so geboten übers Jahr? Ja, wir haben noch am 1. Mai, 30. April, 1. Mai, machen wir zusammen mit eben wieder dieser Narrengilde, mit dieser Zimmermannsgilde, das traditionelle Maibaumstellen in Hechingen. Unten eigentlich schön gelegen an der Johannesbrücke, ein ganz schönes älteres Fest, das wir wieder mit der Narrengilde zusammen haben aufleben lassen. Einzelpersonen waren da natürlich stark geprägt, sage ich jetzt mal, die das alles entworfen haben. Da machen wir natürlich gerne mit oder sind da mit Ausrichter. Und dann natürlich am Kinderfest. Jeder Hechinger weiß, was das Kinderfest ist. Das ist so eine Art großes Stadtfest, sage ich jetzt mal, wo die ganzen Vereine auch bewirten dürfen. Okay. Da haben wir unser Zelt. Und dann gucken wir, dass wir zum Ende hin des Jahres uns auf Fasnet rüsten. Dann gibt es in Hechingen noch die Kneipennacht, normalerweise, wo wir immer gerne mitmachen mit unserer Zunftstube. Und dann geht es los wieder mit dem 6. Januar. Genau. Und 11.11. ist bei euch jetzt da nicht 11. so. 11.11. ist bei uns relativ ruhig. Das ist eigentlich eher so im Karneval, im Rheingegend da zu sehen, ne? Rheinland. In dieser Zeit gibt es die Herbstringversammlung von unserem Ring, was eigentlich dann noch schon von der Stimmung her in Richtung Fasnet geht natürlich. Und besuchen dann auch nach dem 11.11. eine befreundete Zunft im Schwarzwald. Und dann geht es erst ab 6. Januar wieder richtig los. Wunderbar. Ich glaube, da haben wir doch schon alles drin, oder? Was sagst du? Sender Friede, genau. Eins könnte ich vielleicht. Ja, bitte. Ja. Bei der Hechinger Fasnet, muss man dazu sagen, Fasnets Dienstag darf man nicht außer Acht lassen, haben wir unseren großen Umzug. Okay. Auch natürlich als Mitausrichter. Und Hechinger Umzug, muss man sagen, ist eine ganz schöne Geschichte. Es kommen alle Hechinger Vereine, alle Teilorte, befreundete Zünfte, startet morgens mit dem Gottesdienst. Unser Stadtpfarrer hat letztes Jahr zum ersten Mal eine Narrenmesse gemacht und die ist super angekommen, muss man sagen. Ganz tolle Geschichte. Unser Bürgermeister, muss man wirklich sagen, steht da voll dahinter und wir dürfen unseren Zunftmeisterempfang im Rathaus machen. Und dann schlängelt sich der Wurm von der Unter in die Oberstadt über die bekannte Steigenheching mit rund 60, 70 Zünften. Das ist auch mal ein ganz schöner Abschluss am Fasnetzdienstag dann. Wunderbar, sehr gut. Jetzt noch an unsere Zuschauer gerichtet. Da möchte ich euch auch noch auffordern und zwar... Ich habe ja auf meiner Instagram-Seite, vielleicht habt ihr es schon gesehen, von Promigeflüster, immer wieder die Masken, die wir von den Zünften, die wir besucht haben, dort abgebildet sind. Also die dürft ihr euch gerne gut merken, denn auch da möchte ich gerne mit euch, mit den Zuschauern, auch noch eine kleine Quizaufgabe machen. Da könnt ihr euch bewerben, am besten unter info@promigeflüster.de. Wer mitmachen möchte und zu gewinnen, würde ich sagen, ich nehme euch einfach dann nächstes Jahr mal irgendwo mit hin zu einem Umzug in der Region und da dürft ihr dann als Ehrengast mit dabei sein. Das kriegt man da schon irgendwo, irgendwann auf die Reihe. Einer von den Vereinen, die wir jetzt haben, die sind da bestimmt dabei. Genau. Also, in diesem Sinne sage ich schon mal herzlichen Dank. Ja, dass ich vielen Dank für dein Kommen. Schön, dass du hier da sein durfte. Genau. Und euch alles Gute und hoffentlich dann nächstes Jahr wieder eine andere und lebhaftere Saison. Lebhaftere Phase, genau. Genau. In diesem Sinne würde ich sagen, trinken wir nochmal einen. Jawohl. Bis dann. Auf eine Glückselige. Zum Wohl.